Hallo Leute und herzlich willkommen zu SimCity Cities of Tomorrow. Herzlich willkommen an alle, die hier eingeschaltet haben. Herzlich willkommen an die Welt. Herzlich willkommen an Barack Obama. Und herzlich willkommen an unsere lieben neuen Abonnenten. Wir lieben euch. Und herzlich willkommen an Tobi. Hey ho. So, der ist immer noch da. Ist nämlich zwei Folgen hintereinander hier. Und ihr müsst mich doppelt ertragen. Genau. Und von daher weiß ich jetzt auch noch, was wir machen wollten. Und zwar erstmal unsere Bürgermeister-Villa nochmal upgraden. So, Tobi, entscheide doch nochmal. Brunnen, Veranda oder Flagge? Flagge. Okay, gute Entscheidung. Tobi erleichtert mir wirklich vieles. So. Und du kannst mir jetzt sogar noch eine Entscheidung erleichtern. Okay. Oder... Auch doch nicht. Na, ich guck gerade noch. Wo ist denn unsere Polizeivilla? Beziehungsweise Maxis Man könnte ich nebenbei mal wieder auf Patrouille schicken. So. Weiß ich gar nicht. Okay, Gefängniszellen überlaufen nicht. Autos habe ich ja eigentlich schon alle. Ja, okay, egal. Gut, und zwar, soll ich eine Universität bauen oder eine Büroetage auf meinem Megaturm? Was bringt dir mehr Geld ein? Die Büroetage bringt mir gut Geld ein, die Universität gute Forschung. Das ist eine gute Frage. Ich würde auf die Universität, auf die Universität gehen. Okay, dann mache ich das gleich, sobald ich meiner Freundin geantwortet habe. Weil die ist mir gerade sauer. Oh, nicht gut. Was machst du denn jetzt noch so? Gibt's irgendwas Neues? Ist irgendwas passiert? Nee, gerade läuft, wie gesagt, wieder alles gut, alles im Lot. Sehr gut. So, Yannick hat eine Sprachnachricht gesendet, die wollen wir aber jetzt nicht hören. Und jemand Unbekanntes hat mir geschrieben, das wollen wir jetzt auch nicht wissen. Erstmal Bürgermeister wieder upgraden. Genau. So, jetzt hast du noch zwei Auswahlmöglichkeiten, Veranda oder Brunnen? Veranda oder Brunnen, Veranda oder Brunnen, Veranda oder Brunnen, Veranda oder Brunnen. Brunnen, sehr schön. So. Und jetzt springen wir mal zu unserer University. And we build our university here. So, that's a nice place. And we've got 4000 dollars? No. Semicolons per hour, and so yeah, I have to break the elementary school. Okay, very nice. Because welcome to the English lesson. Yeah. University. My university is a university of language, so we speak now English. English is the world language, and so yeah, I can teach you. Not. Denn meine Grammatik ist in Englisch echt scheiße. Wer Englisch kann, wird das jetzt schon mitgekriegt haben. Oh ja, Vokabeln. Nee, Vokabeln gar nicht. Nur wirklich Grammatik. Boah, bei mir sind Vokabeln das Schlimmste. Heute in der 9. Klasse. Grammatik ist okay. Nee, heute in der 9. Klasse ist sie so, ja. Also was ihr eigentlich können müsstet, wäre ja, ja, was ihr eigentlich können müsstet, wäre Simple Present und Simple Past, ne? Das sollte man ja jetzt können. Das lernen wir ja schon seit der 5. Klasse, ne? Und ich, was ist das? Und sie, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Und ich so, ja doch. Ja, das ist eine Zeitform. Oh, wusste ich nicht. Also, ich habe wirklich keine Ahnung davon. Brauche ich aber nicht. Also eigentlich ja schon, aber ich bin ein faules Kind. Lasst mich in Ruhe. Immer schön Vokabeln lernen. Das ist das Wichtigste. Das sagst du so leicht. Ja, ich mach's selber nicht. Bei uns gibt's keine Vokabeln an meiner jetzigen Schule. Meine jetzige Schule ist gay. So, wir können nochmal upgraden. Das heißt, jetzt können wir noch die Veranda bauen.
Und als nächstes, schaffe ich das denn? Auf 80% aufrechterhalten. Wir haben 85, ja, das schaffe ich sogar. Das heißt, wir können, du kannst bald entscheiden zwischen, jetzt muss ich gucken. Ja, du kannst bald entscheiden zwischen Garage für Sportwagen, Wachposten, Gästehaus und Balkon. Aber jetzt noch nicht, das kannst du erst bald. Ja. Und zwar genau in 11 Stunden. So, also, wie läuft denn unser Megaturm? Keiner meckert, 30.000 plus, ja, nice. Doch gut. Durch die Universität haben wir jetzt wieder schön wenig Geld in der Stunde, beziehungsweise 3.500 ist noch gut, aber, Alter, mal gucken, ich habe jetzt für Bildung, hau ich 5.000 die Stunde raus, Alter. Hm. Oh, ich hab Stau auf der Autobahn. Stau auf der Autobahn, Stau auf der Autobahn. Das wird der Titel der Folge, glaube ich. Stau auf der Autobahn. So viel Stau. Boah, aber richtig. Okay. Ah, hier entsteht ein neues, großes Gebäude. Und wir können upgraden unsere Universität. Und damit können wir jetzt eine Uni bauen. So, und du darfst wieder entscheiden, mein Guter. Ja, Tobi ist nämlich sehr hilfreich. Also, es gibt die Wirtschaftsuni, die Ingenieursuni, die juristische Uni, die Medizinuni und die naturwissenschaftliche Uni. Ich würde die medizinische Uni nehmen. Wieso? Aus dem Grund, weil Medizin später nochmal, denke ich, hilfreich wird. Ist immer hilfreich, Medizin. Okay, gut, was brauchen wir denn eigentlich für das nächste? Heute unterrichtete Sims 1300. Wir brauchen 2000. Dann können wir noch ein Upgrade machen. Und ich glaube, das schaffen wir sogar, weil so viele Leute wieder gerade reinströmen. Junge, Alter. Ja. Läuft bei denen. Ist doch gut, dann bekommst du mehr Einwohner. Ja, ich bin jetzt auch bei 140.000. Mittlerweile angelangt. Und ich spare wieder schön. Auch wenn ich immer weniger Geld kriege, weil ich jetzt für die Bildung schon 6.000 raushau. Diese eine Uni, die ich gerade gehabt, die ich da hingebaut habe, nur diese, beziehungsweise ich habe jetzt so eine komplette Universität, ja, plus zwei Häuser, wo sie drin wohnen können. Und das, okay, verbraucht viel Geld, ist ja auch ein großes Gebäude, ja. Und dann ein so ein Gebäude, ja, wo nur Medizin studiert wird, kostet 1.000 pro Stunde. Ja, super. Und wir können upgraden. Und ich habe eine Aufgabe in der Uni. Eine Aufgabe. Ach so, ja, nur dass ich was nächstes, das nächste hinzufügen kann. Aber auch noch nicht genug Geld für, weil die scheiß Uni so viel Geld wegnimmt. Ihr Genius. Geniuses. Hm. 1800. Ja, ich erhöhe einfach mal die Steuern in der dritten Einkommensschicht. 3000 habe ich jetzt wieder, okay. Mal sehen, wann sie meckern. Zusätzlich erhöhe ich es mal überall auf 11%. Mal sehen, wann sie meckern. Was? Schlimm, dass die Kinder nicht zur Schule konnten. Okay. Hier treiben sich so viele Kriminelle rum, wir haben zu wenig Kunden. Kannst du schon Polizeipapiere bauen? Hab ich schon. Hm. Reichen die auch? Oder ja, ja. Wenn ich aber noch eine Polizeirevier baue, dann habe ich nur noch weniger Geld in der Stunde. Hm. Das ist das Problem. So, du kannst dich entscheiden zwischen Balkon, Gästehaus, Wachposten oder Garage für den Sportwagen. Gästehaus? Mhm. Bekommst du mehr Einwohner? Nee, krieg ich nicht. Das Gästehaus ist nur zur Verschönerung. Dann nimm eine Garage für den Sportwagen. Ja, jetzt habe ich das Gästehaus schon geholt. Dann nimmst du das Gästehaus. Uns gefallen die hohen Steuern nicht. Okay, dann gehe ich wieder runter. Und eine Sekunde später, oh, die sind zu wenig. Mal wieder nach oben gehen. 1800 lieber. Muss ich halt mich jetzt mit so wenig Geld nach oben kraxeln, weil ich will dann auf jeden Fall als nächstes eine neue Etage bauen. Die Büroetage, die dürfte wieder gut Geld einbringen. Oh, guck mal. Unser Turm hat Gesamteinnahmen 45.000. Neuer Rekord. 46.000. 48.000. Gestern hatte er 30.000 insgesamt und heute hat er schon fast 50.
Das ist richtig gut, neuer Rekord. Wir haben gleich 24 Uhr überschritten. Und wie viel hat er an einem Tag gemacht? 48.000. Das ist nice. So, wir machen auch wieder 3.000 plus in der Stunde, weil unser Turm so abgeht. Das gefällt mir ganz, ganz gut. Ich bezahle unseren Kredit mal ab. Dann haben wir nämlich 700 mehr in der Stunde. Jetzt haben wir zwar nur noch 7.000, aber nur gut. So, jetzt habe ich eigentlich alles. Jetzt kann ich wieder nur auf Geld warten, wie immer. Das heißt, ich kann mal an mein Handy gehen. Was gibt's denn eigentlich so Neues? Was hältst du jetzt eigentlich vom Valentinstag? Hast du deine Freundin schon ein Geschenk besorgt? Das kann ich nicht erzählen, weil die guckt meine Let's Plays. Hoffe ich doch. Aber ich habe auf jeden Fall eine gute Idee. Ah, sehr gut. Ja, ja. Hast du deiner Mutti ein Geschenk gekauft? Nö, die hat nichts verdient. Könnte ich dich genauso fragen, gibt's denn ein Mädchen in deinem Leben, der du was schenken könntest? Leider noch nicht. Nicht mal eine, von der du was willst, aber sie von dir nicht. Du bist noch in dem Alter, die Mädchen sind doof, ne? Nicht mehr. Das muss ich schon sagen. Aber es gibt schon noch viele Dumme. Ja. Wo du denkst, boah, sind die kindisch. Das ist das Problem in der Klasse. Wir haben einen, die ist dümmer als ein Stück Brot. Wirklich, die ist so dumm. Die hat eine Arbeit. Das ist bei uns heißt es GFS. Das ist eine Arbeit, wo halt ca. 25% von der Gesamtnote am Schluss zählt. Und ja. Da durfte die sich zwei Monate lang drauf vorbereiten in Mathe. Und was macht die? Wusste nichts vom Thema, hat nicht ein Stückchen gewusst und hat dafür eine 6 bekommen. Ja, mache ich auch nicht anders. Die hat dazu 2 Monate Zeit und das ist hat was mit Geometrie zu tun gehabt. Flächeninhaltsformel vom... Meine Marktetage meckert schon wieder, sie haben zu wenig Einwohner. Lol, ich habe 30.000 Einwohner in diesem scheiß Turm. Nice. Wenigstens sowas. Hast du eigentlich auch schon Stufe 3 Häuser? Ja. Ich habe alles in meiner Stadt vertreten. Und ich kann jetzt die Garage für den Sportwagen bauen. Cool. So, na gut, dann baue ich halt noch eine Apartment-Etage da drauf. Kriege ich noch ein bisschen mehr Geld. Dann passt noch eine Büroetage drauf. Und dann noch ein Dach. Da weiß ich noch nicht, was ich drauf baue. Und dann haben wir unseren ersten Megatraum fertig. Und ich merke gerade, dass ich weit weg vom Mikro bin. So ist das Leben. Naja. So. Wir nehmen auch... Wenn ich nicht anfangen würde zu gehen, nehmen wir auch 3.700 jetzt wieder ein. Jetzt 1.500. Liegt daran, dass wir... Oh, scheiße. Liegt einfach daran, dass wir halt... Ja, du weißt schon, ne? Dass wir jetzt eine neue Turmetage gebaut haben. Okay. Und ich merke gerade, eine Etage meckert, wir haben keine Arbeit und die ziehen nämlich aus. Sprich, ich wette, ich muss im Endeffekt den Turm sowieso nochmal neu machen. Und muss einfach mal... Irgendwas umstellen. Ne, und muss einfach diese scheiß Marktetage, die mir ja nur Probleme macht, gegen die Büroetage austauschen. Dafür muss ich aber alle darüber liegenden 1, 2, 3, 4, 5 Apartment-Etagen abreißen. Die insgesamt, lass mich nachgucken, die insgesamt 120.000 wert sind. Oha. Plus die Marktetage, die ist
nochmal 45.000 wert und dann will ich ja eine neue Büroetage dafür hinbauen. Büroetage kostet 138.000. Plus die 120.000, die ich an Apartment-Etagen wieder draufbauen muss, weil ich sie ja abgerissen habe. Okay. Das ist schon viel. Sehr viel. Und das musst du ganz sicher nochmal machen. Wahrscheinlich. Weil die ziehen ja aus. Die ziehen ja ohne Ende aus. Das ist auch blöd. Das ist richtig blöd. Okay. Sie zieht immer noch aus. Scheiße. Scheiße. Lassen Sie an einem Tag 25 Verbrecher wegen Überfüllung der Gefängniszellen frei. What? What? Habe ich einen Erfolg gekriegt? Ja, lol. Lol. Meine Gefängniszellen sind voll. Ich muss neue bauen. Lol. Jetzt habe ich wieder 30 mehr Platz. Dafür gebe ich jetzt wieder gut was aus dafür, ne? Mann. Okay. Atomkraftwerk läuft. Ich hoffe mal, dass da nichts durchläuft. Und nächstes Upgrade für unsere Villa. So, jetzt haben wir noch den Wachposten oder den Balkon. Tobi. Wachposten oder Balkon? Wachposten. So, die Bürgermeistervilla ist wirklich nur dafür da. Und zwar kannst du da immer, also erst alle 8 Stunden, also du musst 8 Ingame-Stunden, die Sympathie auf 75% halten, also die Zufriedenheit aller Leute in der Stadt. Dann für 12 Stunden auf 80%, dann für, ich weiß gar nicht wie viel, dann für, 16 Stunden glaube ich dann, auf 85 und später muss ich es dann auf 90% aufrechterhalten. Okay. Ja, und das heißt, dass ich dann... Und das ist wirklich nur dafür da, so, yay, ich halte meine Sympathie und, weil Sympathie, ja, ist normalerweise jedem scheißegal. Aber, solange sie, und genau deswegen haben sie sowas halt eingefügt, dass man halt sagt, es lohnt sich, meine Sympathie irgendwie zu steigern, ja. Weil ich sehe bei der Sympathie wirklich, warum die nicht zufrieden sind und kann dadurch meine komplette Stadt verbessern. So, 3000 nehme ich ein. Und die ziehen immer noch in dieser einen Etage aus. Und mein Tor macht nur noch 30.000. Jetzt mache ich wieder 4000. Also dieses Spiel ist mir echt zu hoch. Manchmal ist es mir zu hoch. So, ich warte jetzt auf jeden Fall noch, bis ich das nächste Mal meine Villa ausbauen kann. Das ist jetzt in 7 Stunden. Das ist eigentlich ganz schnell rum. So, in der Zeit beobachte ich hier doch mal schön alles. Kontrolliere nochmal. Wasser haben wir nicht mehr so viel. Da müsste ich mal hier was Neues bauen. Was ist das denn? Jeder braucht Wasser, ist aber vom Boden verschmutzt. Achso, das reinigt Wasser. Das produziert. Ich nehme mal die Produktion nur. Wird vielleicht auch ein bisschen an die Nachhaltigkeit denken. Also, du hast bestimmt schon ein paar Kläranlagen, aber ich würde lieber zu viel Kläranlagen haben, als zu viele Wassertürme zum Beispiel. Naja, ich habe meine Kläranlage, beziehungsweise mein Abwassersterilisator, ja, der ja alles Abwasser in sich reinzieht,
ich habe, jetzt steigt er gerade extrem. Ich habe so rund 150 Kiloliter Abwasser, ja. Und ich kann höchstens 210 machen, also da habe ich noch ein bisschen Freiraum, ja. Also zu viel Abwasser habe ich noch nicht, ja, also da kommt noch gut nach und da produziere ich sogar noch gut Wasser. Cool. Dafür verbraucht halt eigentlich Control nicht. So, unser Wellengenerator, der ist bei 84%. Na komm, Bürgermeister Villa in 2 Stunden. Komm schon. So, jetzt noch in 1 Stunde. Jetzt ist es vorbei. Nee, noch nicht. Also Sympathie steht bei 86. Und ich kann mich da ruhig mal darum kümmern, dass wir ein bisschen... Was ist hier jetzt? Hallo, was ist das? Achso, ich kann ein Upgrade machen. Und jetzt kann ich noch den Balkon bauen. So. Jetzt muss ich die Sympathie für 24 Stunden bei 85% halten. Das dürfte ich noch schaffen. Aber das werden wir in der nächsten Folge schaffen. Denn, es heißt wie immer, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Liked nicht, wenn nicht, ne? Kommentiert, favorisiert und... Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.